Servus Leute, heute gibt es wieder mal einen Lifehack-Check und da werden wir mal schauen, ob man mit ganz normalem Papier Materialien unterschiedlichster Art und vielleicht sogar Metall schneiden kann. Auf Facebook, Instagram und TikTok, da gibt es ja Lifehack-Videos wie Sand am Meer und wenn man die sieht, dann denkt man, wow, das ist echt eine coole Sache. Und dann, wenn man es selber ausprobiert, ja, dann stellt man halt fest, dass sie oft nicht funktionieren. Und genau deswegen werde ich heute wieder mal was testen. Wir gehen jetzt einfach mal von einer fiktiven, aber vollkommen realistischen Alltagssituation aus, wie sie wahrscheinlich jeder von euch schon zigmal erlebt hat. Und zwar, man muss irgendwas abschneiden, hat aber keine Säge, sondern nur einen Winkelschleifer ohne Trennscheibe und eine Tischkreissäge, natürlich auch ohne Sägeblatt. Jetzt haben wir hier auch noch ein bisschen Papier und Karton rumliegen und damit müssen wir jetzt arbeiten. Also wie gesagt, wer von euch kennt diese Situation nicht? Ja, ja sicher. Dann schauen wir doch mal, ob wir damit jetzt wirklich was schneiden können. Dann zeichnen wir uns jetzt zuerst mal die Umrisse von der Trennscheibe, die wir eigentlich gar nicht haben, erstmal auf dem Papier auf und schneiden das Ganze mit einer Schere aus. So, dann probieren wir es mal. Also das Papier vibriert schon mal ziemlich hin und her. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Im Video hat es ein bisschen anders ausgesehen, aber jetzt schneiden wir mal. Wir fangen jetzt hier einfach mal auf ganz niedrigem Level an und schauen, ob man mit dem Papier Papier schneiden kann. Also das war schon überhaupt kein Problem. Nächster Schwierigkeitsgrad, Styrodur. Also ihr habt gesehen, geschnitten hat es ja, aber das dünne Papier, das vibriert einfach zu arg. Und deswegen habe ich jetzt hier mal mehrere Scheiben zusammengeklebt, 3 Stück. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze jetzt dadurch stabiler wird. Zweiter Versuch. Ja, das hat auch schon deutlich besser funktioniert, viel stabiler und es war jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dann geht es auch gleich mit Karton weiter. Also bis jetzt bin ich ja echt positiv überrascht, aber jetzt kommen wir zum ersten schwierigen Material, nämlich zu 16er MDF und das könnte Probleme geben. Ah, yeah. Mit Papier kommen wir da nicht weiter, da brauchen wir ein bisschen härtere Geschütze. Deswegen werde ich jetzt mal ganz dünnen Karton probieren. Und zwar den hier. Schauen wir mal. Es war jetzt schon wieder mal eine Stufe besser. Es hat zwar nicht wirklich geschnitten, sondern mehr gebrannt, aber wir haben 2 Teile und mehr wollten wir nicht. Dann gehen wir doch gleich mal noch eine Stufe höher und probieren es mit Kunststoff, wie es da aussieht. Ja, das hätte ich jetzt so auch nicht wirklich erwartet. Bin überrascht, ein sauberer Schnitt. Und wenn man sich den Karton anschaut, also der ist bisher auch so gut wie nicht beschädigt.
Dann habe ich jetzt noch zwei Tests geplant mit dem Winkelschleifer. Einmal Aluminium und dann noch den absoluten Endgegner Stahl. Aber ich denke, bei den zwei Materialien, da werden wir nicht mehr weiterkommen mit Karton. Also, das war nix. Den Stahl brauchen wir nicht mehr zu probieren. Ab Metall, da geht gar nichts. Oh Mann. Weil es bisher doch ganz gut funktioniert hat und weil es mich auch persönlich interessiert, habe ich mir jetzt für die Tischkreissäge noch ein Sägeblatt gebaut aus Karton. Und da werde ich jetzt mal noch testen, ob sich damit Holz schneiden lässt. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch wissen, wenn wir schon dabei sind. Okay, let's go. 16er Pappelsperrholz. So Leute, ihr habt gesehen, es hat funktioniert. Zwar eher schlecht als recht, aber das Holz ist durchgetrennt. Das Sägeblatt ist natürlich nach einem Schnitt am Ende, aber das war zu erwarten. Mein Fazit, die Lifehacks haben insgesamt besser funktioniert als gedacht. Und natürlich ist es keine Alternative zu echtem Werkzeug. Das war jetzt heute ein Unterhaltungsvideo. Aber es war auch erstaunlich, was man mit Papier und mit Karton dann doch schneiden kann. An Materialien, die deutlich härter sind. So. Wir sind auch am Ende. Ich muss jetzt hier dringend lüften. Meine Werkstatt ist total zugequalmt von dem verbrannten Holz hier. Wir sehen uns demnächst wieder zu neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.